Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Filmkritik und zwar zu einer für mich sehr besonderen Filmkritik, denn als ich vor 2 Jahren diesen Kanal hier wieder habe aufleben lassen mit Filmkritiken, da war die zweite, die ich je gemacht habe, die zu Fast and Furious 9, beziehungsweise Fast 9 hieß er damals. Und damals war schon klar, da wird es leider noch mehr geben. Und zwar einen 10. und einen 11. Teil, die so ja, das große Endstück bilden sollten. Jetzt hat Vin Diesel vor ein paar Tagen angekündigt, es gibt auch noch einen 12. Teil. Dieser letzte Teil wird in 3 Filme aufgeteilt. Und ich habe nicht verstanden, warum. Denn die Geschichte reicht ehrlich gesagt nicht mal bis zur Hälfte für diesen 10. Teil. Warum, das ja, werde ich euch natürlich auf diesem Kanal jetzt sagen. Ja, aber erstmal den Trailer, damit ihr wisst, worum es geht. Der große Dom Toretto. Hättest du dich nie in das Lenkrad gesetzt, wäre ich nie der Mann geworden, der ich bin. Und jetzt werde ich deine Familie zerstören. Stück für Stück. Ich bin dem Teufel begegnet. Boom. Ja, das hättet ihr nicht gedacht, ne? Dass hier so viel Geschichte drin ist. Stellt sich doch nämlich heraus, dass der Bösewicht aus dem 5. Teil, den ich ehrlich gesagt schon wieder komplett vergessen hatte, einen Sohn hatte. Und dieser Sohn hat jetzt 5 Filme gewartet und kommt jetzt nämlich an und sagt, Dominic Toretto, deine Familie, die mache ich kaputt. Und Dominic Toretto sagt wie immer, mach mal nicht. Und das ist hier die Handlung. Ich habe tatsächlich eine Weile überlegt, wie ich diese Kritik hier aufbauen soll. Weil normalerweise gehe ich ja die einzelnen Punkte durch, um euch so eine gewisse Struktur zu bieten, damit ihr versteht, was euch hier erwartet und damit ich auch klarer meine Punkte untermauern kann. Habe aber gestern schon im Kino gesessen und gedacht, was sage ich morgen eigentlich in dieser Kritik? Weil das so ein wirrer Scheiß ist. Ich habe zum Teil nicht mal mehr durchgesehen, wer diese Leute sind, die da rumspringen. Ganz am Anfang, in der ersten Szene, da gibt es den einzigen längeren Moment im Film, wo mal nur geredet wird. Der Rest sind wirklich fast durchgehend Actionsequenzen. Aber sie versuchen es zumindest, ein bisschen Charaktermomente zu bringen, obwohl die Figuren reden zwar, aber sie sagen meiner Ansicht nach nicht wirklich viel, denn den Charakteren wird hier natürlich nichts hinzugefügt. Und dann sitzt dann dieser kleine Junge, bei dem ich dachte, wer ist das denn überhaupt? Gab es nicht im letzten Teil einen Sohn, der Brian hieß und weiß war? Und jetzt ist es aber ein schwarzer Junge. Und warum eigentlich? Habe ich ehrlich gesagt nicht verstanden. Und es gab es immer wieder in diesem Film, dass es Momente gab, wo ich dachte, wo ist denn die Person abgeblieben? Und warum ist denn der jetzt nicht mehr da? Und wo kommt denn der jetzt plötzlich her? Warum sind die hier jetzt auf einmal? Und wo kommen die Bösewichte her? Und warum werden Leute getötet, die offensichtlich bei der Polizei sind? Nichts. Aber wirklich gar nichts ergibt hier Sinn. Und man muss tatsächlich dabei sagen, dass ich dabei fast eine gewisse Freude entwickelt habe. Denn ich habe dann irgendwann angefangen, für mich im Kopf zusammenzuzählen, was alles nicht stimmt. Ob es jetzt Umschnittfehler sind, ob es die CGI-Szenen sind, die zum Teil auch wieder so aussehen, als hätte jemand Lego aufeinander knallen lassen. Ob es die Dialoge sind, die die Figuren sagen, die Witze, die nicht funktionieren, die Szenenaufbauten und die Auflösungen und warum die da überhaupt sind. Und vor allen Dingen habe ich für mich versucht, die Frage zu klären, was ist eigentlich der narrative Faden? Wo will dieser Film eigentlich hin? Denn ich habe es gerade schon gesagt, es ist mal wieder so, dass ein Bösewicht zurückgekehrt ist, der jetzt böse sein will. Und da muss sich unsere Familie gegen wehren. Und das war's. Ja, mehr passiert hier tatsächlich gar nichts mehr. Und muss man sagen, diese Reihe erzählt ehrlich gesagt seit dem 5. Teil schon nicht mehr wirklich viel. Charaktere entwickeln sich nicht mehr, es gibt kaum noch Motivationen. Ja, es gibt für Dominic Toretto zum Beispiel, gibt es eigentlich keine Entwicklung. Er will nichts mehr. Er hat ja schon alles, er hat seine Familie. Jetzt gibt es nur noch Bedrohungen von außen, die dazu führen, dass er sich dagegen verteidigen muss. Wo soll da also Charakterentwicklung herkommen? Das kann ich schon irgendwo nachvollziehen. Die Autoren haben ja nichts, mit dem sie arbeiten können. Und dann kommt dazu, dass du mittlerweile, ich glaube, 20 Figuren in diesem Film hast, die alle ihre kleinen Auftritte, manchmal größere Auftritte bekommen. Du hast Cypher, du hast Jason Statham, du hast jetzt den neuen Bösewicht, dann hast du das Kernteam, dann kommen 3 neue Leute dazu. Diese 3 neuen Leute sind natürlich, wie sich das für diese Reihe gehört, auch der Sohn oder die Schwester von irgendjemandem und die Tochter. Dieses Thema Familie zieht sich hier einmal so durch. Jeder ist mit jedem verwandt in diesem Film. Aber ich frage mich dann trotzdem, warum sind die denn dann drin? Ihr habt ja schon keinen Platz, um die alten Figuren auszuerzählen. Brie Larson zum Beispiel hat 3 große Szenen, in denen wirkt sie ehrlich gesagt ganz, ganz grauenerregend. Ich finde, da zeigt sich ganz deutlich, dass Brie Larson ehrlich gesagt für diese Sorte Film nicht gemacht zu sein scheint. In Blockbuster-Filmen wirkt sie furchtbar. Die hat für The Room einen Oscar bekommen für eine herausragende Leistung. Und immer dann, wenn sie in irgendwelchen Eventfilmen zu sehen ist,
stinkt die krass ab. Ich kann mir das ehrlich gesagt nur so zusammenreimen, dass die auf solche Filme keine Lust hat, weil es mehrere Momente gibt, wo sie gefühlt ins Leere starrt. Es passiert gar nichts in den Augen. Und das ist für eine Oscar-prämierte Schauspielerin ehrlich gesagt mehr als unwürdig. Aber auch die anderen Figuren, Alan Richardson zum Beispiel, den ihr vielleicht aus Reacher kennt, er hat auch drei, vier Szenen, aber in denen kann er ja nichts machen. Was soll da groß passieren? Und es gilt für die alten Figuren natürlich genauso, ne? Bis auf Dominic Toretto. Also Vin Diesel kriegt hier gar niemand irgendwie Screentime. Tyrese Gibson zum Beispiel, der ist weiterhin der Sprücheklopfer. Zusammen mit Ludacris kommt er dann immer wieder ins Handgemenge, aber diese Figuren, die passieren nicht mehr. Der eine sagt einen Witz, der andere reagiert, Szene aus. Und die Szenen selbst funktionieren mittlerweile auch nur noch in so einem Vakuum. Es gibt zum Beispiel eine Szene, da kommen die Figuren in eine Videothek rein, weil sie etwas wollen, treffen auf einen bekannteren Schauspieler, der hier als Cameo-Auftritt verarbeitet ist. Dann gibt es ein bisschen hin und her und dann gehen sie wieder raus und sie haben aber nichts erreicht. Der Grund, weshalb sie da eigentlich reingegangen sind, der wurde dann nicht aufgelöst. Und ich dachte, warum ist denn dann aber diese Szene da drin? Und dieses Warum, das ist die große Maßgabe für diesen Film und ehrlich gesagt ja schon seit ein paar Filmen. Ich habe das in der Kritik zu Teil 9 schon ganz konkret gesagt, dass sich diese Filme mittlerweile anfühlen wie so eine Aneinanderreihung von Szenen, die völlig wahllos zusammengestreut sind. Und dabei wird sich auch nicht mehr die Mühe gemacht, irgendwie herzuleiten, warum sind die da jetzt? Warum passiert Situation X? Woher kommen jetzt die Bösewichte, die genau immer am richtigen Zeitpunkt an der richtigen Stelle sind? Woher nimmt Jason Momoas Charakter die ganzen Mittel, mit denen er da quasi auf der ganzen Welt irgendwelche Masterpläne orchestriert. Das alles ergibt keinen Sinn und soll es aber auch nicht, weil die Macher euch lieber Reize auf die Netzhaut werfen. Und damit fühlt sich Fast 10 noch mehr als alle anderen Filme davor an, mittlerweile wie ein Porno. Die sind in der Regel wahnsinnig simpel gestrickt, weil ja nicht viel mehr befriedigt werden soll als niederste sexuelle Triebe. Die Handlung, wenn es überhaupt eine gibt, besteht meistens daraus, dass irgendjemand an der Tür klopft und sagt, hey, du hast ja gar keine Unterwäsche an und dann geht's halt los. Und das ist Fast and Furious mittlerweile, nur dass man den Sex hier mit Explosionen ersetzt. Und diese Szenen sind ja wirklich schon seit Ewigkeiten nicht mehr logisch oder physikalisch korrekt, aber hier setzen sie nochmal einen oben drauf. Hier wird mehrfach vor Explosionen weggefahren. Autos können fliegen, schwimmen, tauchen. Alles ist möglich. Tausende Leute sterben. Ja, das ist auch eine Sache, die mir besonders aufgefallen ist, dass diesmal wirklich halbe Landstriche ausgelöscht werden und vor allen Dingen die Guten regelrechte Massenmörder sind. Es gibt immer wieder Szenen, wo irgendjemand sagt, ah, die Agency, also die Leute vom CIA sind gerade eingetroffen und dann werden diese Leute getötet. Mit Messern, mit Pistolen und ich denke mir, sind die nicht auch die Guten? Also, Aber dann kommt schon wieder die nächste Szene und man kommt hinterher gar nicht dazu, sich zusammenzureimen, was da jetzt eigentlich passiert ist. Na, wann immer man sich fragen möchte, ob das gerade irgendwie Sinn ergeben hat, ist dann ja schon wieder der nächste Moment da, der irgendwie knallt, irgendwie ballert, wo irgendwas gesagt wird, was so dämlich ist, dass man kurz hängen bleibt und dann aber schon wieder die nächste Explosion kommt. Vin Diesel kriegt, wie gesagt, noch die meiste Screentime, der sagt mittlerweile aber wirklich nur noch so drollig doofe Sachen wie, du kannst die Straße nicht kaufen. Und den anderen Platz, den nimmt jetzt Jason Momoa ein als Bösewicht, der tatsächlich aber das erste Mal in der Reihe so ein richtig ausgearbeiteter Bösewicht ist. Und damit meine ich nicht, dass dem Charakter besonders viel Hintergrund gegeben hätte. Nein, Gott bewahre. Stattdessen ist es so, dass der Charakter zumindest dadurch auffällt, dass er wahnsinnig viel ist und dass er wahnsinnig actet. Man hat das Gefühl, Jason Momoa hat The Dark Knight gesehen und wollte unbedingt mal sowas machen wie Heath Ledger. Deswegen kichert er und lacht und tänzelt durch die Gegend und macht Huhu! Und auf der einen Seite ist es natürlich wieder zu wenig, weil man sich die ganze Zeit fragt, warum der das alles kann, warum der immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist. Auf der anderen Seite dachte ich aber, zumindest ist es damit mal ein Bösewicht, der ein bisschen was hermacht. Cypher fand ich wahnsinnig öde. Auch Deckard Shaw fand ich ziemlich öde. Den Bösewicht aus dem letzten Teil habe ich schon wieder vergessen. Ach ja, John Cena ist es gewesen. Ja, genau. Der war auch wahnsinnig öde. Denn Bösewicht in einem Fast and the Furious Film zu sein, bedeutet ja in der Regel nicht viel mehr als diesen hier zu machen. Ne? Die Mundwinkel ganz nach unten zu ziehen. Und das heißt dann, der ist böse, weil guck mal, die Mundwinkel sind unten. Und jetzt hast du wenigstens mal einen, der das Ganze auf eine andere Weise spielt. Aber machen wir mal halblang, denn wir wissen alle, wer in diesen Film freiwillig reingeht, der geht da nicht rein wegen der Handlung, wegen den Figuren, wegen den Entwicklungen, sondern er will dumme Action. Und ja, dumme Action bekommt ihr hier in diesem Film wirklich nach Maßstab. Ich fand auch, dass sie ein bisschen besser inszeniert ist als im letzten Teil. Die Hand-to-Hand-Combat-Szenen, also wann immer sich Leute wirklich mit der Faust auf die Fresse hauen, die sind jetzt besser inszeniert. Das hat wieder mehr Wumms und man sieht auch, dass Schläge connecten. Das ist im letzten Teil ja überhaupt nicht mehr so gewesen. Da haben Figuren ja
wirklich einfach nur noch an der Kamera vorbeigeschlagen und man musste sich den Rest dazu denken. Ich finde, dass die Action-Szenen, so dumm sie auch sind, die haben auf jeden Fall Schauwerte. Und leider muss aber auch hier wieder gesagt werden, dass das CGI in vielen Sequenzen einfach grottenschlecht ist. Das mag vielleicht auch damit zu tun haben, dass die hier ja alle Gesetze der Physik brechen und daher vielleicht nicht genau wissen, wie sie das dann animieren sollen. Vielleicht wirkt es auch auf uns daher so falsch, weil man sich halt denkt, ja gut, das geht halt nicht. Auch die Explosionen und viele Hintergründe, manchmal auch wirklich Szenen, wo Dominic Toretto vor einem Auto steht und im Hintergrund die Skyline der Stadt zu sehen ist und man sieht wieder diese unscharfen Ränder und ich dachte so, ey, das ist die Skyline der Stadt. Ihr werdet doch nicht wirklich keinen Platz in New York gefunden haben, wo ihr mal kurz den Hintergrund abfilmen könnt. Aber das reiht sich ein in die lange, lange, lange Liste der Fragen, die ich hier hatte. Warum gibt es jetzt hier ein Autorennen, das dann letzten Endes kein Autorennen ist? Warum fahren die dieses Autorennen überhaupt? Warum ist das geheime CIA-Gefängnis irgendwo am anderen Ende der Welt? Warum hat sich zum Beispiel auch der Charakter von John Cena komplett gewandelt? Der war im letzten Teil ja wirklich der bösartige Killer, der eben genau so rumgelaufen ist. Und hier ist er nun ein gut gelaunter Sprücheklopfer, wie in allen anderen John Cena-Filmen. Ja, Figuren, die die Seite gewechselt haben, die wechseln dann auch gleich den Charakter immer mit. Und wie gesagt, es gibt keine Kohärenz in diesem Film. Man kann nicht mal darauf zählen, dass wenn man alle Vorgänger gesehen hat, dass man dann versteht, was in diesem neuen Film passiert. Und ja, was soll man da machen? Ne? Und vor allen Dingen, was soll ich machen? Ich habe nämlich die ganze Zeit überlegt gestern, was gibt man denn so einem Film für eine Wertung? Auf der einen Seite habe ich schon durchaus immer mal wieder gelacht. Aber mir ist dann hinterher aufgefallen, dass ich nicht mit dem Film gelacht habe, sondern nur über den Film. Weil es alle möglichen Momente gab, wo ich dachte, das ist so fremdschämig, das ist so komisch, das ist halt teurer Trash. So würde wahrscheinlich Manta Manta 2 aussehen, wenn die ein Budget von 350 Millionen Dollar gehabt hätten. Das hier ist auf rein inhaltlicher Ebene noch mal schlechter als der Vorgänger. Er macht nur mehr Spaß, weil mehr Action drin ist, die noch blöder ist, weil der Bösewicht irgendwie funktioniert, obwohl er nicht richtig funktioniert. Und weil ich mittlerweile komplett aufgegeben habe, mich darüber großartig zu echauffieren. Das ärgert mich nicht mehr, so wie es noch am Anfang gewesen ist, weil ich dachte, oh, wo sind die Zeiten hin vom ersten Teil? Den fand ich ja noch richtig gut. Sondern mittlerweile ergibt man sich. Und ergeben ist irgendwie trotzdem eine Sache, die in diesem Blockbuster-Segment, wo Filme Millionen verschlingen, ist ja irgendwie nicht das Wort, was man da benutzen möchte. Es wird sicherlich viele geben, die hier trotzdem ihren Spaß mit haben werden. Und den möchte ich euch auf keinen Fall nehmen. Für mich ist das nicht. Das ist, wird es auch nicht werden. Und wenn dann am Ende die Überleitung zum nächsten Film kommt, da dachte ich dann, oh Gott, ich möchte nicht, ich kann nicht mehr. Könnt ihr nicht endlich aufhören damit? Aber ja, zwei Filme müssen wir noch. Wir sehen uns wahrscheinlich nächstes Jahr oder übernächstes Jahr. Ich weiß gar nicht, wann der nächste kommen wird, aber den haben sie wahrscheinlich schon in der Kanne. Ich sag, für alle diejenigen, die dummen Spaß haben wollen, viel Spaß. Alle anderen wissen eh, was auf sie zukommt. Niemand wird beim 10. Teil denken, ich probiere es nochmal. Vielleicht kriegen sie ja diesmal die Kurven. Nee, kriegen sie nicht. Sie driften zwar durch alle möglichen Kurven, aber leider in die falsche Richtung. Das war's mit dieser Kritik. Die versprochenen Essays kommen. Ich habe mir nur gedacht, ich ziehe diese Kritik mal vor, denn diese Woche geht's ja schon los mit Fast and the Furious. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Tschüss.